Ein herzliches Hallo, willkommen zurück. Ein herzliches Hallo von mir an euch. Oh mein Gott, ich bin... Es geht gut los. Neue Folge Dead by Daylight. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da hinten haben wir doch direkt jemanden. Hallo? Hart. Was rennen die denn jetzt alle hier rum? Hallo? Stop this! Meine Güte! Anstrengend! Okay, das sind ganz lustige Survivor. Na gut. Erste Dennis ist durch. Ich glaube, die waren nicht alleine da dran. Sie geht in die Ecke vom fertigen Gen, da gehe ich nicht mit hin. Sprintboost. Hatte sie erst schon. Okay, ist es eine SWF? Ich glaube ja, hier ist nämlich übrigens ein Streamer dabei. Und ich gehe von aus, die beschützen einfach den Streamer. Oder die Streamerin, sagen wir es mal so. Die rennt hier vorm Fenster rum. Wow. Ich muss halt auch sagen, gerade Streamer haben meistens viel Spielerfahrung. Ja, ich möchte mich rausreden. Aber ich nehme die Runde gerade direkt nach meiner Nemesis-Runde auf. Ihr habt ja die Nemesis-Runde letzte Woche gesehen. Die lief viel besser. War doch die Luke? Die tanken sogar extra einen Hit, einfach nur, um mich zu blocken. Also das ist definitiv eine SWF, wahrscheinlich auch mit Absprache. Oh!
müsste rein theoretisch langsam der nächste Gen angehen. Weil die sind hier immer nur zu dritt. Der ist aus. Das heißt, hier ist irgendwo jemand, der in Ruhe die Gens macht. Hier wird die Kate wieder protected. Wie sie sich halt einfach immer extra zeigen. Ah, Palette ist safe. I see. Ich glaube, sie wird die Palette nicht ziehen. Sie möchte ihre Freundin retten. Hier ist noch jemand. Ich habe einen Trick angewandt. Ich habe einfach geschlagen, als die mich stunnen wollten. Aber ihr seht das, die machen keine Gens. Die hocken einfach zu dritt. Irgendwo und warten. Ich hätte Yui schlagen müssen. Aber Yui war verletzt und kam nicht über die Palette. Ich glaube, die Yui ist noch relativ frisch. Jetzt gehen sie wieder retten. Ah, I see. Oh nein, Kodierung überlastet. Ihr habt bestimmt gerade einfach nur Standbild. Dass ihr wahrscheinlich irgendwie Lags habt. Oh, ich hatte jetzt so lange Zeit keine Kodierungsüberlastungen und ich dachte, ich bin diesen Fluch los. Aber nein. Kam sie mit ihrer Taschenlampe. Eine Taschenlampe leer, Mac. Sehr schade. Bestimmt mit hinterher zum Haken gegangen.
Hier bist du. Nimm ich dich. So. Die schenken mir gerade die Hooks, muss ich leider sagen. Eigentlich hätten die schon längst fertig sein können mit der Runde. Aber sie schenken mir einfach die Hits. Wer ist aus, der Jen? Die ziehen mich immer weg von den Gens. Das ist nicht so ganz doof, was sie machen. Falsch umgelaufen. Und schon rennen sie ihrer Streamerin hinterher und blocken. Klödi hat eine Taschenlampe. Ja, weißt du, du musst halt deinen Dad halt auch musst schon gucken. Wieso treffe ich die einfach mit meinem Schock nicht mehr? Ist oben. Blendung. Was ist deren Ziel, frage ich mich. Warum machen die Gens nicht fertig? Ich verstehe es halt einfach nicht. Habt ihr das gemerkt? Es war mit Absprache. Sie hat mich geteabaggt in dem Moment, wo Adrenalin anging. Ich weiß halt leider nicht, wer jetzt alles Dead on Hook ist. Ich glaube, die Klödi ist nicht Dead on Hook. Sie hätte sich sonst nicht so zur Verfügung gestellt. Taschenlampe? Muss es riskieren. Ah.
Sie wird durchs Fenster springen. Ich hätte es verhindern können, ich hätte einfach schocken müssen. Ey, ich... Eine SWF mit Absprache. Ich bin stolz. Es war gar nicht so schlecht. Ich glaube, die haben mir auch ganz gut Punkte geschenkt. Ich muss sagen, punktetechnisch kann ich nichts sagen. Es tut mir aber leid, dass ihr wahrscheinlich Hänger habt im Video. Ich hoffe, es ist nicht allzu tragisch. Ich weiß nicht, warum es plötzlich wieder Codierungsverzögerungen gibt. Das gab es die ganze Zeit nicht. Okay. Ich kann es leider jetzt auch nicht mehr ändern. Ich nehme dieses Video jetzt für YouTube. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye.